Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch zum heutigen Jungfrau-Zeitung-Panorama, heute moderiert vom Seaside-Festival Spiez. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen vom unspunnen Schwingen, wo der Sonntag ist. Als erstes geht es um Hans Götz, der am Schwingfest dafür sorgt, dass alles sauber bleibt. Dann haben wir Peter Michel besucht, er ist ehemaliger Steinstosser. Und dann geht es auch noch um die Sagmalringe auf der Interlakener Höhematte. Am unspunnen Schwingen geht es in erster Linie natürlich um die Schwinger. Aber es braucht auch ganz einen Haufen Helfer, die schauen, dass alles gut über die Bühne geht. Einer davon ist der Hans Götz, sozusagen der Meister Proper vom unspunnen Schwingen. Der Manuel Moser hat mit ihm geredet. Können wir vielleicht sagen, mit was für Abfall rechnet man am meisten? Also, gibt es am meisten Glas oder was ist da? Wir rechnen es am meisten mit Glas und PET sicher. Kommt etwa auf das Wetter drauf an. Das ist eigentlich, ja, ob es das Bierwetter ist oder andere Mineralwetter. Ich hoffe von beidem einfach, ja, das wäre ein gutes Fest für alle. Wie ist dazu gekommen, dass du der Posten Entsorgung, Reinigung überkommen hast? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gefragt. Gut, ich war schon mehrmals schon mal so unspunnen am Helfen. Ich war eigentlich im Vorstand beim Schwingclub. Also, dann ist schon ein bisschen Erfahrung. Ich weiß es nicht, da müsste fast der Präsident oder der Vizepräsident fragen, ich kann es nicht sagen. Nein. Wo könnte das Problem gehen, am Festtag selber oder auch jetzt noch in der letzten Vorbereitung davor? Ich denke, es geht etwa davor, bei Leinwand, das wird am meisten so ein bisschen der Ding sein, dort können den Abfall einsammeln, ohne dass man die Leute gross stört, dass jetzt zum Beispiel am Schwingen schauen sie auf der Leinwand. Das wird dort eine bisschen heikle Sache, aber das schaffen wir schon. Was waren so Sachen, die gerne gemacht hast in der Vorbereitung und will ich eher nicht so? Ja, ich würde jetzt mal so sagen, das Geschirrwesen, die Teller, die das aussuchen, das hat man schon gedacht, ja, gedacht, hey. Früher haben wir einfach das Plastikteller nehmen können, das war die Sache erledigen, oder? Das ist halt heute einfach nicht mehr so. Und was hast du besonders gerne gemacht? Ja, mit den Kollegen zusammengehockt und ja, dann vielleicht alles gemacht, hast du ein Bierchen zusammengenommen. Was kann jeder einzelne Festbesucher auch dazu beitragen, dass es ein sauberes Fest gibt? Ja, sie Kütter mitnehmen, ganz einfach. So haben wir es eigentlich daheim erklärt, oder? Jeder nimmt seinen Abfall mit und tut nur das auch in Kütter. Ganz einfach eigentlich. Der Peter Michel aus Interlaken ist wahrscheinlich einer der besten Steinstosser der Schweiz. Am unspunnen Schwingen 2017 hat er seine Karriere beendet. Dieses Jahr ist er einfach als Zuschauer dabei. Der Ben Abegle hat sich mit ihm unterhalten. Ja, ich habe mich 15 Jahre mit dem befasst und es ist ein Teil von meinem Leben. Was für ein Teil, ein schöner Teil? Ja, der eben, sportliche Erfolg, das kann einem niemand mehr nehmen. Und es war eine sehr schöne Zeit gewesen. Wenn du zurückschaust, was war für dich persönlich das Highlight in deiner Karriere? Also mein schönster Anlass war das Eidgenössische in Burgdorf gewesen, wo ich wirklich zwei super Tage hatte, wo alles gestimmt hat. Und in dieser Arena auftreten, ist natürlich ein wunderbares Gefühl. Vor allem vor Berner. Wenn du das aktuelle Fest schaust, das Interlaken, was löst das in dir aus? Ja, ich freue mich darauf, weil so ein Unspunnen Schwingen ist schon mal 6 Jahre. Und es kommt, ich gehe ja viel an Schwingfest. Und ich freue mich schon nur auf die Einteilung. Diesmal bist du aber dabei. Also man kann sagen, die Legende kommt zurück, aber als Genießer. Das kann man sagen. Es wird das erste unspunnen Schwingfest sein, wo ich als Zuschauer 100% schauen kann. Und das ist schon ein anderes Gefühl. Das Herzstück in der Schwingarena auf der Höhematte sind die 5 Sagmalringe. Die sind vorbereitet worden von Samuel Müllemann und seinem Team. Er hat Manuel Moser einen Einblick in seine Arbeit gegeben. Also ich bin Müllemann, Sami. Im Schwingclub Interlaken natürlich. Sie machen das schon das 4. oder 5. Mal mit dem Sagmehl, mit all den Helfern. Wie lange braucht ihr da, bis die 5 Sagmalringe bereit sind überhaupt? Und was gehört da alles dazu für Arbeit? Also jetzt haben wir ja seit dem 2. oder 3. Mal tun wir auch ein Fliesen rein.
dass wir es dann länger putzen können. Das hat man vorher aber nicht gemacht. Da hat man Angst gehabt, es könnte durchbrechen. Aber wir haben jetzt mal zwei Erfahrungen gemacht, dass das gut geht. Und dann ist das Erste, muss man natürlich einmessen, es muss eingemessen sein, dass dann der Ring am rechten Ort ist. Mit dem Radius, mit dem Umfang schön, dass das passt. Und dann kann man eigentlich nur kippen und gegen wässern. Das ist das Wichtigste, gegen wässern, dass es so einschaffen, dass wirklich überall alles, sagen Sie, erdfeucht ist, dass man eben eine gewisse Feuchtigkeit hat, dass es dann nicht bricht. Das ist wichtig. Also wichtig kann man sagen, Wasser. Wasser, Sagmäler und Wasser, ja. Gibt es schlechte Sagmälerin? Ja, schlechte, das möchte ich nicht sagen. Wenn man schaut, wie es ursprünglich war, dann hat es nach ein paar Schwingern schon das Sagmäler rausgestossen. Aber da haben sie halt auch noch nicht Maschine gegeben und können einwalzen und von früher her. Und dann hat man das ein bisschen besser. Aber die Ansprüche werden natürlich auch durch das Gang höher. Dass man weiss, man kann es jetzt heutzutage gut machen. Und dann an einem eidgenössischen Anlass verlangt man natürlich auch, dass das fast ein bisschen Vorbildcharakter hat, auch für andere Schwingfeste. Kann das jeder machen oder muss man schon Erfahrung haben? Nein, das ist ja nichts schwierig. In dem Sinne, man muss einfach die paar Punkte beachten. Das kann grundsätzlich kann da jeder könnte das mehr mithelfen, wenn man sagt, du musst so und so. Es ist nichts schwierig in diesem Sinn. Es ist einfach ein bisschen Handarbeit. Das Grobe hat man auch schon mit der Maschine ein bisschen verstossen, aber man muss dann ein bisschen Handarbeit machen. Das kann eigentlich jeder. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung-Panorama. Mehr Infos zu den Beiträgen gibt es auf jungfrauzeitung.ch und bei unserer App. Jetzt kommt das Wetter von unseren Kollegen von Meteo News. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Da ist Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern, meine Damen und Herren, am Freitagabend. Schön, dass Sie eingeschaltet. Das Hochwasser in den letzten Tagen für viel Sonne und heisse Temperaturen gesorgt hat, hat sich schon ein bisschen abgeschwächt. Auch heute im Laufe des Tages ist zwar noch zum Teil Sonne gewesen, aber dann auch gut regnen und Gewitter kommen. Und jetzt haben wir immer mehr Feuchtigkeit, die hier in den Alpenraum reinzieht, im Einflussbereich von einer Tiefdruckzone, die sich hier über die Alpen hinein ausbreitet. Morgen am Samstag gibt es zuerst zum Teil noch ein bisschen Sonne, es hat aber auch schon recht viel Wolken rum. Regengüsse müssen wir auch schon einrechnen am Vormittag und die Temperaturen starten bei etwa 17 bis 18 Grad. Am Nachmittag weiterhin viel Wolken, wenig Sonne und immer wieder zum Teil auch kräftiger und gewitterig durchsetzter Regen. Also wenn man am Samstag draussen etwas vorhat, dann muss man auf jeden Fall damit rechnen, dass man nass wird. Temperaturen tiefer als heute, noch etwa 21 bis 22 Grad. Das ist aber noch nicht die Talsohle, die wir hier erreichen. Das geht weiter retour mit den Temperaturen. Wir sehen es hier Sonntag, Montag meistens stark bewölkt und immer wieder nass. 17 Grad am Sonntag, nur noch 14 Grad am Montag, da dann in den Bergen Schnee ab rund 2000 Meter. Am Dienstag aber eine deutliche Wetterbesserung. Auch wieder langsam ein Temperaturanstieg und dann geht es Richtung Spätsommer ab der Woche Mitte. Da wird es zum Teil dann recht sonnig und auch wieder wärmer. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen und trotz dem Regen ganz ein schönes Wochenende.